So, neue Folge, neues Glück. Wir werden jetzt hier Sebastian treffen am Aussichtspunkt. Wobei ich jetzt hier nicht unbedingt einen Aussichtspunkt sehe. Soll das hier einer sein, ja? Ja, okay, vielleicht. Wir werden mal schauen. Warten. Mal gucken, was uns hier erwartet. Poppy, quatsch mir nicht voll, Alter. Ich bin gerade beschäftigt. Ich kam so schnell ich konnte. Ich war so sehr mit Ominous und den Katakomben beschäftigt, ganz zu schweigen von der Reaktion meines Onkels, dass ich fast vergessen habe, was mir am Triptychon aufgefallen ist. Das hier ist die Aussicht auf der Leinwand des Triptychons. Unglaublich. Du kennst dich hier gut aus. Als ich auf dich gewartet habe, sah ich mich etwas um und entdeckte eine verlassene Mine in der Nähe, umringt von Ranrocks Anhängern. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zum Triptychon? Keine Ahnung. Aber vielleicht untersuchen sie es. So wie auch Schloss Rookwood und Isidoras Anwesen. Wie wollen wir vorgehen? Wir müssen herausfinden, was sie vorhaben. Aber lass uns unauffällig bleiben. Also gut. Und ich habe immer noch das Runensymbol von dem Triptychon. Wenn es eine Verbindung gibt, sehen wir das Symbol bestimmt nochmal. Nach dir. Sehr schön. Nach mir. So. Da vorne sind sie. Ich kurz gefettfingert. Niemand betritt diese Mine. Wer es versucht, muss sterben. Renrocks Anhänger meinen es ernst. Betreticus Totalus. Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Sieht uns nicht wahr, wenn Unsichtbarkeitstrank kam. So, wir haben jetzt noch zwei in dieser Richtung. Revelio. Sind sie? Unter uns, ja gut. Da sind sie ja erstmal egal, würde ich sagen. Ja. Haben wir auf jeden Fall noch Zelt. Im Zelt irgendwelche Kisten. Hier kriegen wir Eigenschaften, alte Magie. Müssen wir auf jeden Fall weiter runter hier. Das läuft aber gut. Wir sind ein gutes Team. Ja, in der Rebellion. Tat. Wir könnten uns wie so oft durchkämpfen oder heimlich vorgehen. Du weißt ja, was ich tun würde. Ja, und zwar bei mir bleiben, wenn ich das sage. Schaffst du tatsächlich mehr? Eine große Mahlzeit macht dich langsamer. Dann bist du schnell. Aber wer will schon schnell sein? Was war das? Spaß ist ziemlich relativ. Spaß ist relativ, jo. Bombarda. Ui. Sorry, der tat ein bisschen weh, hä? So. Dann gehen wir hier weiter. Was gibt's hier oben? Irgendwas wird es da geben. Da müssen wir mal kurz gucken. Ich sollte wohl erwähnen, dass diese Mine angeblich wegen einer Spinnenplage vor langem geschlossen wurde. Wie perfekt, schön. Spinnen. Das bin ich ja schon gewöhnt. Ja, recht so. Okay. Hier gab es einfach nur eine Abkürzung. Och, jetzt müssen wir hier durchschleichen. Kann ja nicht sein, dass man hier ein bisschen schneller in der Hocke geht, ne? Natürlich nicht. Unmöglich. Mensch, Mensch, Mensch.
Prevelio. Jetzt sind wir wohl oder übel drin. Petrificus Totalus. Diese Mine gleicht einer Gruft. Sie wurde nach Unfallberichten geschlossen. Jetzt verstehe ich, warum... Confringo! Und hier hoch. Zack. Da sind keine Kobolde in den Netzen. Die sind sogar für Spinnen zu ekelhaft. Extrem Danger. Perfekt. Oh nö. Oh. Das ist eine gute Mahlzeit. Petrificus Totalus. Zu viele. Hier muss es etwas geben, das sie unbedingt haben wollen. Confringo. Hier war tote Kobolde hier. Dieser Vorsprung ist wirklich hoch. Vorschläge? Ja, gar kein Thema. Gar kein Thema. Accio. So. Und hoch. Kein Wunder, dass Leute sich vor Spinnen gruseln. Vielleicht sind es die haarigen Beine, die seelenlosen Augen, die giftigen Fänge. Alles ganz reizende Eigenschaften. Hoppa. Umwerfend. Hätte eine Treppe beschwören. Revelio. Hier, anscheinend ist hier niemand. Mich verarschen? Jetzt kommen wir hier nicht hoch. Hier kommen wir hoch. Confringo! Noch mehr Spinnchen rum. Die Brücke hat schon bessere Tage gesehen. Das ist ja kein Reparo. Problem, ne? Reparo. Zack. Gehen das Sammelfähigkeiten schon. Genau. Okay. Schwachstellen müssen wir herausfinden. Meistens ist es Feuer, ne? Fighte mal für uns. Die Welt hat eine Spinne verloren und ich werde ruhiger schlafen. Revedo. Wir werden er wird ruhiger schlafen, sagt er. Professor Hackett wäre stolz. In der Tat, hier lang. Renrocks Anhänger hat praktisch den Oh. Mann, ihr blöden Sau. Oh. Dicke Kiste. Nice, nice, nice. Hat sich der Weg doch gelohnt. Aber, wie kommen wir hier? Verpiss dich, Sebastian. Bombard. Confringo. Dann gehen wir hier lang. So. Weiter geht's. Lazio! Infinito! Da
Kommen da mehr hier? Oder? What's open? Wir haben noch nicht eine Rune gesehen. Ich glaube, die Runen sind im Moment unser geringstes Problem. Kommen wir hier was lang? Für eine unliebsame Ablenkung. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Das ist ja jede Menge. Ja, gut. Revelio. Der nächste Kampf steht uns bevor. Warum bin ich nicht überrascht? Nicht leise, Katja. So, wir werden mal was tauschen hier. Und zwar den dahin. Verwandlungszauber dahin. Den Verwandlungszauber nutzen wir irgendwie so gut wie gar nicht. Deswegen müssen wir mal gucken, wo wir lang müssen. So. Unerwartet. War das unerwartet, ja? Akir! Vingardium Leviosa! Was gibt's denn hier oben, wenn wir hier hochkommen? Gar nix. Aha. Oder gab's da doch was oben? Rivelio. Nee. Scheiß drauf. Wir gehen hier unten lang. Was hast du da? Ein Tagebucheintrag von Sebastian. Ich habe was gefunden. Uns dieses Rätsel Stück Leinwand zu entwirren. Großartig. Ein Stück Leinwand. Unsere Mühen waren doch nicht vergeblich. Trotzdem, irgendwas an diesem Ort ist komisch. Bombarde. Sieh nach Sebastian, okay. Wenn uns das Tryptychon zu dieser Leinwand geführt hat, können wir wohl annehmen, dass Isidora Morgannock hier war. Sie scheint überall gewesen zu sein. Aber wenn sie die Krypta und den Keller unter dem anwesenden Feldcroft genutzt hat, wieso sollte sie dann diesen Ort erschaffen? Und warum alles hinter kryptischen Runen verstecken? Und hinter alter Magie, die niemand außer dir sieht? Isidora und Percival Rackham, ein weiterer Hüter, konnten ebenfalls Spuren alter Magie sehen. Rackham? Der Name sagt mir nichts. Ich sah ein paar seiner Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass er und Isidora sich über die Nutzung dieser Magie einig waren. Alles ganz schön verwirrend. Bringen wir die Leinwand zurück zum Triptychon. Vielleicht finden wir dort Antworten. Dieser Ort ist wirklich seltsam, aber auch überaus faszinierend. Rebellion. Gut. Und jetzt raus hier und zurück nach Hogwarts. Es sei denn, wir finden einen anderen Weg zur Krypta. Das ist der Moment der Wahrheit. Es muss passen. Bitte sag, dass du den Ort auf dieser Leinwand wiedererkennst. Die gute Nachricht ist, ja, in der Tat. Und die schlechte? Es bedeutet noch mehr Ärger.
Ich kenne diese Küste. Renrock hat dort eine große Mine samt Umgebung eingenommen. Morrenweem leidet stark darunter. Irgendwie haben wir gar nichts gesehen am Bild. War immer noch kaputt. Vielleicht ein Bug? Wollen wir jetzt dorthin? Lass uns warten. Wieso? Die ganze Zeit hinken wir Renrock einen Schritt hinterher. Ich kenne jemanden, der uns helfen könnte. Und wen? Ein wohlgesinnter Kobold. Er steht nicht auf Renrocks Seite. Ein freundlicher Kobold? Kobolde haben meine Schwester zum Schweigen verflucht, damit sie gesehen, aber nicht gehört wird. Ja, aber nicht alle Kobolde... Nicht alle Kobolde? Hast du Feldcroft schon vergessen? Hast du die Mine vergessen, in der wir gerade waren? Nein, Sebastian, habe ich nicht. Du hörst mir nicht zu. Warum sollte ich auf jemanden so Ignorantes hören? Du weißt ja nicht, was du da redest. Atme mal kurz durch. Oh, ich weiß genau, was ich sage. Unglaublich. Junge, Junge, Junge. So, neue Aufträge. Sprich mit Sebastian in der Krypta. Ja, wir sind ja schon in der Krypta. Dann nehmen wir die Aufgabe direkt an hier. Ich hoffe, Professor Fitzgerald weiß jetzt Bescheid. Batsch nicht voll. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Sollte er hören, dass wir sie benutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. So ist es. Ich schicke nicht Anne aufgeben, das hier, Kollege. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Also warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Schick eine Eule. So. Als nächstes haben wir den Auftrag mit Poppy, glaube ich, war das. Das vergessene Ei. Let's go. Kaufe eine Besenverbesserung bei LB Weeks. Wir müssen zu Hogsmeade, also können wir das auch direkt machen unterwegs. Die Besenverbesserung ist mich hier vorne. Nehmen wir erst die an hier. Zack. Und gehen dann rüber. Haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Auf geht's nach Hogsmeade. Immer hier rum. Ich frage mich, ob Sie den Zack. Hallo. Schön, Hallo. Sie wiederzusehen. Wie immer habe ich für Sie einen Sonderpreis für die Besenverbesserung. Das ist sehr schön. $0. Da freue ich mich drauf. Danke fürs Vorbeischauen. Die neue Verbesserung ist montiert. Ich bin so gespannt, was Sie davon halten. Das mag vermessen klingen, aber... Sie möchten einen noch ausführlicheren Flugbericht? Sie kennen mich gut.
Ich habe es fast geschafft. Ich glaube, ich kann das Besenfliegen noch etwas verbessern. Miss Reyes veranstaltet ein Wettfliegen an der Südküste. Ist allerdings nicht ganz ideal, da sich dort Ranrocks-Leute und Erschwinderinnen herumtreiben sollen. Aber wenn sie hoch genug fliegen, sollte ihnen nichts passieren. Glaube ich. Glaubt er. Da bin ich unbesorgt, Mr. Weeks. Ich suche dann Imelda. Ich hoffe, Sie können die Wettflüge abschließen. Ich habe so das Gefühl, dass diese Verbesserung ein Riesenerfolg wird. Aber passen Sie auf sich auf. Ich freue mich schon darauf, von Ihnen zu hören. Natürlich. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen. So, sprich mit Imelda Reyes. Ja, dann werden wir das erstmal kurz machen, weil ich denke, wir müssen danach eh nochmal zu LB Weeks. Und ja, ihm berichten, wenn wir die Aufgabe erledigt haben. Deswegen sind wir dann eh in Hogsmeade und können danach weitermachen. Was haben Sie jetzt vor? So, mal gucken, was der hier will. Alles in Ordnung? Keineswegs. Ich wurde in einer Ruine von Spinnen attackiert. Oh. Aber wenn Sie etwas Mega-Power-Trank hätten, der würde sicherlich helfen. Natürlich. Ja, Spinnen mögen Ruinen. Immer diese Schnurre. Hier, ich hab noch genug. Aber halten Sie sich von den Ruinen fern. Sie haben mir das Leben gerettet. Oh, das kann ich nie vergelten. Ja, ja, ich halte mich fern. Sie werden sehen. Nicht in Ruinen gehen. Mit Spinnen. Ruinen mit Spinnen. Der Typ ist doch high, oder? Und danke. Bitte. Aber er gibt uns dafür 3 Tränke. Also. Wait a minute. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Rebellion. Hier, wir müssen den erstmal hier kurz erledigen. Sonst werden wir keine Ruhe haben. Reparo. Rebellion. Reparo. Ja, nicht die Füße nass machen hier. So. Das tun wir auch mal kurz reparieren. Die kriegen mich nicht klein. Nice. Hammer. Hatten wir schon mal so eine Mehrdienstaufgabe, wo wir nur reparieren mussten? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Aber lag ja auf der Hand, was wir machen mussten. So, hier können wir die Ballons unterwegs mitnehmen. Hoppa, und einmal hier hoch, hoppa, und hier hoch, und zack. Die Strecke sieht ziemlich leer aus. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Hier drüben. Ja, ich bin da. Hallo Imelda, da bin ich wieder. Die Strecke ist ein bisschen weit weg vom Schloss, oder? Offensichtlich. Und zu weit für die meisten Mitschüler. Erbärmlich. Sie sollten mich anflehen, die Rennen weiterzuführen, statt Angst zu haben. Unser neuer Fünftklässler ist tatsächlich aufgetaucht. Wirklich beeindruckend. Oh, das ist... Ja. Also, danke? Ich bin oft ungeduldig. Mich frustriert, wenn Leute Dinge nicht so ernst nehmen wie ich. Meiner Erfahrung nach trifft das auf die meisten zu. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Aber genug geplaudert. Ich bin zuversichtlich, dass ich eine unschlagbare Zeit aufgestellt habe. Ich bin bereit. Wir sehen ja gleich, wie ich mich schlagen werde. Ich bin bereit. Gleich wirst du verlieren. Nicht so voreilig, Madame. Geflogen, wenn ich das so sage. Oh.
Ach du Scheiße. Hier, wir haben echt Probleme gerade. Das läuft richtig gut. Fabelhaft. Das war nicht allzu schwer. Das gefällt mir schon viel besser. Mann, wie lange geht denn diese Scheißstrecke noch? Geflogen, wenn ich das so sagen darf. Hoch da. Scheiße. Oh shit. Oh shit, oh shit. Da haben wir verkackt. Erwischt. Strafzeit. Das hat uns Zeit gekostet, ja. Okay, Bestzeit haben wir auf jeden Fall nicht erreicht. Mist. Aber ist ja auch egal, ob wir Bestzeit haben oder nicht. Das heißt ja nur, wir müssen einen Rang erreichen. Du musst dich schon mehr anstrengen, wenn du meine Zeit schlagen willst. Bei dieser Strecke geht es um deine Konzentrationsfähigkeit. Jede Kurve fordert einen Entschluss. Du darfst niemals zögern. Ach, wirklich? Berätst du gerade die Konkurrenz? So würde ich es nicht nennen. Nein, nur plaudern unter Freunden. Das ist alles. Also, noch ein Versuch? Ich brauche jetzt eine Pause. Vielleicht später. Klar, bei diesem Rennen geht es um Reaktionsschnelle und Konzentration. Hier ist Eile fehl am Platz. Wir müssen doch noch mal machen. Steht noch, oder? Ich habe die Strecke für dich warm gehalten. Okay, let's go. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren hier. Richtig gut. Großartig. Eventuell müssen wir... Zu schwer. Diesmal nehmen wir hier die Ballons mit. Oh, doch, das war schwer. Scheiße. Das gefällt mir schon viel besser. Eventuell müssen wir das mal mit der Maus rausnehmen, dass wir hier mit der Maus steuern. Es ist vielleicht bei so Kurven nicht unbedingt das Idealste. Da muss ich da mal schauen.
Wunderbar. Das läuft richtig gut. Wunderbar. Ja, die Kurven sind mit der Maus halt ein bisschen strange. Gut geflogen, wenn ich das so sagen darf. Wie auch immer wir das getroffen haben, ja. Oh, wer kommt denn da? Das gibt's nicht. Das war wohl nichts. Das gibt es doch nicht. Hm. Okay, wir werden gleich mal speichern. Und dann einmal. Gut, das ist halt eine Mod. Jetzt ist die Frage. Standard zurückstellen. So. Ob wir jetzt immer noch mit der Maus steuern? Schon gut. Ja, wir steuern damit immer noch mit der gerechnet. Maus. Du musst dich schon mehr anstrengen. Ja, Quatsch, bin ich voll. Ich brauche okay. Jetzt eine Pause. Vielleicht später. Wir machen später weiter. Wir beenden jetzt hier die Folge. Ich werde mal die Mod rausschmeißen, dass wir hier mit der Maus steuern können. Nächstes Mal hast du keine Und Chance. Dann werden wir in der nächsten Folge direkt mit dem Rennen starten. Und ich denke, es wird besser laufen dann ohne Maussteuerung. Dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal. Tænk det mit liv at skrive. Jeg er afhængig som en alkoholiker, der bliver stiv. Så hvis jeg ikke kommer i boksen, får jeg abstinenser. Jeg har ikke tid til skolen, min klasse glemmer.